Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel. Austria Wien gewinnt gegen Hartberg mit 2:0. Ich freue mich, neben mir auch unseren Cheftrainer wieder begrüßen zu dürfen, Manfred Schmidt. Ja, Manfred, wie fällt dein Resümee zum Spiel aus? Ja, ich denke, das war beeindruckende Leistung meiner Mannschaft, ein hochverdienter Sieg. Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben verdient das 1:0 gemacht und das noch sehenswert herausgespielt, war wirklich ein sehr, sehr schönes Tor. Haben es dann verabsäumt, das zweite und dritte Tor nachzulegen, weil wir nicht konsequent genug waren. Zweite Hälfte, als Hartberg versucht hat, intensiver zu spielen, vielleicht besser ins Spiel zu kommen, hat meine Mannschaft wirklich gut dagegen gehalten und dann haben wir auch verdient das 2:0 gemacht, denke ich. Danke Manfred, bitte jetzt um eure Fragen. Ein kurzes Handzeichen, dann kommt Ralf mit dem Mikro für die Live-Übertragung, dass die Fragen auch zu hören sind. Ja, vorne bitte. Was mir heute aufgefallen ist, das 1:0 ist ja relativ lange gestanden und die Wiener Austria hat diesmal nicht nervös weitergespielt, sondern sie haben wirklich das Spiel beherrscht. Worin sehen Sie die Änderung oder warum spielt jetzt die Austria so konsequent und ja, ich denke, dass wir ganz einfach jetzt einen Schritt weiter sind. Man sieht, dass wir im Körperlichen weiter sind, dass wir im taktischen Bereich weiter sind. Ich glaube auch, dass wir jetzt noch flexibler sind. Die Jungs wissen, was wir am Platz von ihnen verlangen. Wir haben eine klare Spielidee entwickelt, die haben sie auch gut umgesetzt. Und was dann auch passiert ist, dass sie einfach den Stil, den wir die letzten Monate gespielt haben, nicht aufgeben. Sie sind unangenehm, sie sind aggressiv, sie wollen das zweite Tor nachlegen. Wir haben dann die Chancen nicht genützt, hätte schon viel früher und viel einfacher sein können, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit der Leistung. Gibt es noch weitere Fragen? Ja. Die Frage zur Tabellensituation, wie ergibt sich das jetzt für die nächsten zwei Spiele nach den Resultaten von heute? Es ändert sich nichts an unserem Zugang, wie die letzten zwei Spiele auch. Wir werden es wieder so angehen, dass es für uns ein Endspiel wird, ein Schlüsselspiel, so wie die anderen beiden auch. Ähnliche Situation, wir müssen unser Spiel gewinnen, vielleicht im Optimalfall beide, dann sind wir oben dabei und dann hat sich die Mannschaft auch verdient. Ja. Ich wollte fragen, wie geht es eigentlich dem Herrn Fietz sportgesundheitlich? Es wird immer besser, also es ist am Weg der Besserung. Die Wunde ist gut verheilt, ist jetzt im Reha-Training. Genaueres kann ich noch nicht prognostizieren, aber es kann relativ schnell gehen. Aber was natürlich ist, ist der Fitnesszustand dadurch, dass er jetzt diese Operation hatte und was da passiert ist, ist er natürlich nicht bei 100% und da müssen wir schauen, dass er so schnell wie möglich das wieder aufholt. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, da vorne noch einmal. Also ich glaube, dass wir jetzt keine Zeichen mehr setzen müssen. Wir setzen das ganze, die ganze Saison schon Zeichen. Die Jungs kommen reihenweise in die Mannschaft rein und wenn sie Leistung bringen, sind sie dabei. Der Dario hat eine hervorragende Vorbereitung gemacht, war das erste Mal auf Trainingslager mit, hat gute Freundschaftsspiele gemacht. Man hat heute gemerkt, dass er sehr, sehr nervös war. Der Druck war riesig für ihn, das erste Spiel in der ersten Mannschaft und hier vor dem Publikum, das heute wirklich unglaubliche Stimmung gemacht hat und das uns getragen hat. Also von dem her ist das unser Weg, den werden wir weitergehen und sobald ein Junge aufzeigt, dann bekommt er die Chance. Ja, ich glaube, ganz klar, wenn man erfolgreich agieren möchte, dann braucht man stabile Abwehr, sonst wird es schwierig. Es ist natürlich so, wie du auch gesagt hast, der Beginn war sehr holprig. Wir hatten nicht wirklich ein Team. Die Mannschaft war sehr, sehr jung, zusammengewürfelt, aber viele Spieler aus der Akademie, die mussten sich finden. Wir haben
weil wir auch immer wieder über die jungen Spieler reden. Wir haben richtig gute Führungsspieler, ob das Mühl ist, ob das Suttner ist, ob das Djuricin ist, ob das ein Grünwald ist, der jetzt sehr, sehr lange gewartet hat und jetzt seine Chance immer wieder bekommt. Also die führen unsere jungen Spieler schon. Aber es ist jetzt so, dass wir eine Gruppe gefunden haben, das hat man am Trainingslager gemerkt, dass die immer mehr zusammenwächst. Jeder kennt seinen Platz in der Gruppe, jeder weiß, was er zu tun hat. Und was die Defensivarbeit betrifft, gibt es ganz klare Vorgaben, wann, wie und wo wir attackieren, und das versuchen sie hundertprozentig umzusetzen. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, eine weitere gibt es noch. Eine Frage zum Lukas Calbaum, der auch eingewechselt worden ist. Was verspürst du dir für einen Mehrwert? Funktioniert die Defensive so gut, so wenig Gegentore, Innenverteidigung passt auch? Was kann der noch mehr machen? Also ich bin hundertprozentig überzeugt von dem, was ich die ersten Trainings gesehen habe von ihm, dass er uns taktisch flexibler macht. Also wir wollen nicht starr ein System spielen. Wenn es klappt, ist es okay. Aber es kommen auch Mannschaften, wo wir vielleicht wieder auf eine Dreierkette umstellen. Wir haben mit einem Linksfuß in der Kette natürlich andere Vorteile, der ganz andere Bälle spielen kann. Er hat eine Riesenerfahrung, strahlt Ruhe aus, ist technisch gut und unglaubliches Passspiel. Und bin überzeugt, dass durch seine Erfahrung noch dass wir noch einen großen Mehrwert haben werden. Und als Persönlichkeit, also ich denke nicht, dass er sich noch groß verändern wird, passt er perfekt in diese Gruppe und es freut mich, dass er hier ist. Und zum Braunen, der hat in der Vorbereitung noch einmal einen Schritt gemacht, oder? Ich war nicht richtig aufpasst, hat er, glaube ich, in der 75. Minute den Zirkel mal irgendwo weggenommen. Ja, wenn man den Jungen ansieht, dann ist das ein Paradebeispiel für einen Spieler, den ich gern bei der Austria sehen möchte. Also wie der alles reinlegt, auch wenn er eine schwierige Vorbereitung hatte. Der war 3 Wochen beim Bundesheer, hat lange Zeit gefehlt, hat immer wieder Einzeltrainings gemacht, hat während der Grundausbildung angerufen, ob er danach noch kommen kann um 19 Uhr abends und hat extra trainiert. Und man merkt auch, dass ihm schon etwas fehlt, aber der macht alles weg mit Herz und mit Leidenschaft und ein guter Junge. Also den werde ich nicht verhindern können. Der hat jetzt die ganze Vorbereitung 3 Wochen nicht mitgemacht. Er war 3 Wochen in der Grundausbildung, durfte dazwischen zum Trainingslager mitfahren, ist danach wieder eine Woche zum Bundesheer eingerückt. Und wenn man die Leistungen sieht, ist das schon beeindruckend. Ja, ich werde ihn öfter zum Bundesheer schicken, glaube ich. Ja, noch eine weitere Frage. Ja, ich kannte ja die Akademie, das war für mich nicht neu. Mein Neffe arbeitet in der Akademie, hat immer Kontakt. Ich wusste über die Spieler Bescheid, ich habe mir Spiele angesehen. Ich wusste, dass Potenzial da ist, dass das dann so schnell passiert. Also da müsste ja Hellseher sein, das muss ich ehrlich zugeben. Hätte ich selber nicht erwartet, aber ich bin schon überzeugt von der Arbeit, von meinem Team, von der Mannschaft und großes Vertrauen, dass sich die weiterentwickeln, weil da Spieler dabei sind, die wollen. Und das ist die wichtigste Grundlage. Also Talent alleine hilft mir nicht, wenn ich nicht bereit bin, das jedes Training abzurufen und jedes Spiel abzurufen. Und Großteil meiner Mannschaft macht das hervorragend. Und nur so werden wir uns entwickeln und alle anderen werden irgendwann auf der Strecke bleiben. Gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe jetzt keine. Dann sagen wir danke an die Zuseher von Viola TV und danke auch an die Medienvertreter für die Fragen. Wir wünschen noch ein schönes Wochenende und natürlich dem Manfred einen sehr schönen Geburtstag. Morgen mit einem Austria-Sieg im Rücken ist es sicher noch schöner. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, danke.